Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Life in the Woods. Ja, langsam wird's hier brenzlig. Uns geht das Essen aus, vor allem, weil ich ein bisschen Essen kochen möchte, aber hey. Wir haben auch nicht so die große Auswahl, damit wir irgendetwas Vernünftiges kochen könnten. Naja, zum Glück ist da noch eine ganze Menge nachgewachsen. Deswegen ich mal vorschlagen würde, dass wir jetzt dann gleich mal losziehen. Und vielleicht noch eine Kleinigkeit suchen. Ja gut, daraus kann man Köder machen und so. Ein Veggie-Bait. Ja gut, wenn du meinst. Hier rein. Ich sortiere das meiste einfach mal ein. Wird schon soweit passen. Und ich glaube, das Weizenzeugs, das werde ich direkt essen. Spargel haben wir da oben. Die haben wir noch nirgendwo angelegt. Den Wintersquash haben wir auch noch nicht angelegt. Guck mal, das ist auch noch eine Kleinigkeit gewachsen. Ist doch schön. Nun gut. Hier scheint noch nichts gewachsen zu sein. Naja, dann werden wir mal die nähere Umgebung ein bisschen abklappern und noch ein paar essbare Kleinigkeiten suchen, die wir anpflanzen können, damit wir uns endlich mal was Vernünftiges zum Beißen kochen können. Wäre ja gelacht, wenn hier nichts mehr wäre, wobei ich habe eine eigene Hühnerzucht, also stirb. Wow, hat sich gar nicht gelohnt. Aber gut. Pilze sammeln. Kann man ja auch mal machen. Ja gut, wo wäre ich, wenn ich was Essbares wäre? Das große Problem ist, dass die meisten Gerichte ja alle aus Fleisch sind. Beziehungsweise Fleisch enthalten. Also zumindest die, die mir bisher aufgefallen sind. Mädels, es tut mir leid. Und du gibst mir nur Wolle, und du? Jawohl, von dir bekomme ich ein bisschen Fleisch. Oh, ich würde dich alle mitnehmen. Kommt mit. Und zwar alle. Warte mal, euch hole ich da auch noch ab. Genau. Na dann, auf zur großen Völkerwanderung. Dann können wir früher mit dem Schlachten anfangen. Ja, lauft ruhig in euer Verderben. Oh, ja gut, jetzt stehe ich hier in meinem Verderben. Geh mal hier lang. Na kommt, Leute, keiner bleibt zurück. Bis auf das eine graue Schaf da hinten. Und die eine Kuh. Hier aufpassen, hier geht's tief runter. Und wir haben hier noch eine Kleinigkeit zu futtern gefunden. Gut. Oh, da ist ja noch mehr von dem Zeugs. Da werden wir gleich wieder zurückgehen. Mhm. Ja, die Hälfte von denen hat keinen Bock mehr mitzulaufen. Was soll ich ein bisschen schneller gehen? Damit wir vielleicht nur die Schafe mit nach Hause bringen. Und die Kühe da oben werden geschlachtet. So schaut's aus. Ihr wollt alle geschlachtet werden, bis auf du. Na komm, der Rest von denen wird geschlachtet. Du bist ein cleveres Schaf. Du wirst erst geschlachtet, wenn wir genug von dir haben. Na komm mit. Put, 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 put. Put, 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 put. Mhm. Ja, dann komm mal mit. Wie, wird es schon wieder dunkel? Hallo? Na komm, beeil dich mal kurz. Na komm, rein da. Na komm, rein da. Hallo. Was zur Hölle ist dein Problem?
Na komm mit. Hallo. Du. Na komm mit. Geht doch. Lass mich mal bitte die Tür zumachen. Nein! Nein! Boah. Hallo. Kommt doch mal alle her. Du gehst da auch mal rein. Genau, ab zu Mama. Das war knapp. Und möchten die Kühe auch nochmal vielleicht? Nein. Na komm, ab ins Bett. Nee. Naja, gönnen wir uns noch ein Brötchen später. Ah, jetzt wächst es ja ein bisschen zügiger, wie es aussieht. Und hier ist auch noch was reif geworden. Und zwar Gurken. Gurken-Sandwich. Warum kann ich mir hier kein Gurken-Sandwich machen? Oder kann ich das? Ja gut, aber da brauche ich noch 500.000 andere Sachen dazu. Lettuce und Gurke. Wachs! Wachse schneller! Au, ab ins Bett. Gute Nacht. Ja. Da hat mich ein Skelett ins Bett geschickt. Ja, dann komm mal her. Gebadet wird jetzt nicht, Freundchen. Pop und... Au. 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 Na komm. Hab dich nicht so. Ja, danke für die Hilfe, dass ich jetzt wieder draußen bin. 86%. Also mein Salat wächst ja richtig schlecht. Vielleicht fühlt er sich einsam. Dann sollte ich definitiv noch ein bisschen anpflanzen, weil er verträgt sich ja anscheinend gut mit Gurken. Vielleicht finde ich da hinten noch ein bisschen Gurkenzeugs. Man weiß es ja nicht. Und weißt ihr was? Ja, ihr werdet jetzt alle notgeschlachtet, weil ihr nicht mitkommen wolltet. Ich möchte hier nicht verhungern, nur weil ein paar Viecher sich hier weigern zu kooperieren. Ein bisschen Leder können wir auch gebrauchen. Leder hat noch niemand geschadet. Moment mal kurz, hier waren doch noch ein paar Garden, oder? Hier irgendwo in der Nähe, genau hier. Ach, die kann man auch rechts klicken. Interessant. Kann ich die dann irgendwie vermehren oder so? Ein Kürbis. Na komm, dann nehmen wir dich so mit. Dich machen wir so auf und aus dir machen wir ein schönes Schnitzel. Oder ein schönes Steak, je nachdem. Was gehört denn? Oh, Mais liegt da unten, oder? Na, Gunpowder weg. Jo, Korn. Und, gibst du mir auch dein Fleisch ab? Vielen lieben Dank. So. Ja, ich glaube, jetzt können wir was Ordentliches kochen. Der Squash weigert sich mitzukommen. Trapdoor weg. Hat da drüben nicht unser Abenteuer begonnen? Bei dem Ruckelwald? Und ich glaube, aus Tintenfisch bekommt man auch was zu futtern, ne? Was sagst du dazu? Ich glaube, das war bis jetzt nur Farbstoff. Na komm, die Squash können wir mal essen. Ich brauche jetzt zwingend mal eine Angel. Aber Spinnen trauen sich ja so selten zu mir. Ist dann eher kontraproduktiv. Und für dich bräuchte ich eine Möhre, aber ich habe leider keine. Was kann ich wegwerfen? Komm, Zucchini können wir direkt essen. Ein bisschen Sugarcane möchte ich dann auch mitnehmen. Gut, weil daraus kann man bestimmt auch eine ganze Menge Zeugs machen. Wie zum Beispiel Papier und Zucker. Ja, daran hat sich nichts geändert. Wunderbar. Na dann, ab nach Hause.
Ein Herbgarten. Ah, ich verstehe. Du kannst weg. Und der Flint kann auch weg. Ich glaube, ich hätte es bereut, dass ich den Flint weggeschmissen habe, aber egal. Ja, heute auf den Tisch kommt ein frischer Fisch. Oh, ein reifer Apfel. Den ich aktuell nicht mitnehmen kann, weil Inventar voll ist. Ha. Komm, die Wolle brauche ich nicht. Ich habe die Schafe ja wegen ihrem Fleisch getötet und nicht wegen ihrer Wolle. Soweit kommt es noch. Eine Wollproduktion direkt vor der Haustür zu haben und dann, wie soll ich sagen, die Wolle außerhalb zu farmen. Das führt doch zu nichts. Nun gut, wo legen wir unseren kleinen Korotagarten an? Auf jeden Fall muss da auch irgendwo Wasser in der Nähe sein. Mein Inventar sollte deutlich leerer sein. Also hier kann ich definitiv, was soll ich sagen, die Sugarcanes auswildern. Damit die wunderbar wachsen und uns permanent mit Zucker versorgen. Auf dass wir Diabetes bekommen. Weil so viel Zucker wieder rumliegt. Und du kannst weg. Jo. Dich braucht keiner, Kartells. Gut, dann werden wir erstmal das ganze Fleisch hier irgendwie, wie soll ich sagen, braten. Erde weg. Dafür mal ein bisschen Kohle in die Tasche. Wobei, ich glaube, das Korn tun wir direkt mal anpflanzen. Hier ist ja vorhin erst ein Plätzchen frei geworden. Anscheinend nicht. Meine Hoe habe ich auch nicht dabei. Müsste ich mir jetzt eine neue Hoe machen. Das White Amino können wir direkt mal kompostieren. Sonst noch irgendetwas, was kompostiert werden möchte? Nicht? Schade. Ich kompostiere doch so gerne. Naja, eigentlich nicht, aber naja. Was hatte ich vor? Genau, Eisen hier raus. Kohle kann man komplett reinschmeißen. Grasgarten, kann ich dich direkt wieder platzieren oder muss ich dich einpflanzen? Ich kann dich direkt wieder platzieren, ist doch gut. Die Frage... Oh, Moment mal kurz. Da fällt mir doch gerade was ein. Wie ging das nochmal? Da gab's doch irgendwas. War's von Pam? Oder... Nein, na komm, es sind nur 45 Seiten. Sollte nicht allzu schwierig sein, das hier alles durchzuscrollen. Das ist ein Stick, ein Blaze Rod. Weil es gibt da so Stützen, die man da hinsetzen kann und da kann man eventuell... Wobei, das ist doch von Open Blocks, oder? Gibt es hier eine Gießkanne? Wie nennt man eine Gießkanne auf Englisch? Ihr wisst schon, die Gießkanne, die ich auch bei Monster hatte. Falls jemand von euch meine Monster Season gesehen hat. Korn da rein. Barley kann weg. Rye kann weg. So, Steak ist fertig. Dann erstmal das Hühnchen. Was brauchen wir für ein gutes Steak? Gut, eine ganze Menge. Gibt es irgendwas Simples? Kumba, Paprika, Kornflur.
Ich muss Korn anpflanzen. Genau. Korn. Hier sind meine Gurken soweit fit. Ach ja, hier beschäftigt man sich ja nur mit Gartenarbeit. Wo man nicht gerade auf die idiotische Idee kommt, hier irgendwie Koppelgenerator hinbauen zu müssen. Aber einige Sachen wachsen ja richtig schnell. Ah, Salat ist fertig. Gut. Dann machen wir uns endlich mal einen Gurkensalat. Habe ich das jetzt noch richtig im Kopf? Ja, Cucumber. Jawohl, endlich mal was Nahrhaftes. Nee, was anderes dazulegen kann man nicht. Nun gut, wie viel füllt er auf? Übertreib doch nicht gleich. Ganze zwei Hungerbalken. Oh ja, das ist doch deutlich nahrhafter. Moment. Da kann man doch bestimmt auch irgendwie eine Saftpresse oder so machen. Saftpressen gibt es ja auch schon Ewigkeiten. Mein Hühnchen ist soweit durch. So, was bekomme ich jetzt aus meinem Steak? Steak, 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 Steak. Moment, ich brauche ja meine Brötchen. Hoppala. Da ist mir doch glatt mein Steak auf den Boden gefallen. Und es wird schon wieder dunkel. Ich fasse es nicht. Hier wird es ja ständig dunkel. So. Oh, guck mal. Ach, das freut mich. Wenn hier einfach alles mal kurz wächst. Während man mal kurz nicht hinguckt. Dann läuft die Sache erstmal. So, erstmal mein Brötchen. Wheat. Gut, wir haben 5 Brote. Mayo. Ein Ei. Und ein Schuster. Oh. Eine Pressure Plate. Und ein Stone. Das sollte ich hinbekommen. Das sollte ich hinbekommen. Aber erst ins Bett. Dann machen wir uns einfach mal einen Schuster. Genau. Wo ist mein Cobblestone, den ich gefarmt habe? Hier. Den verarbeiten wir direkt mal zu Cleanstone. Ach ja, den Schuss hätte ich vielleicht früher machen können. Was macht man nochmal Mayo? Mayo? Aus Eiern. So, dann mal gucken, ob die Hühnchen fleißig waren. Oh ja. Nein! Rennt die mir einfach weg. Blöde Henne. Nee, nee, nee. Die doch gleich wissen müssen, dass Hühner Fluchttiere sind. Nein, Huhn. Du bist kein Schaf. Nein, da brauchst du jetzt auch nicht traurig gucken. Das ist nun mal so. Ich kann nichts dafür, dass du deine Hühnerkollegen nicht magst. Aber die Schafe, die werden dich noch weniger mögen. Ja, geh lieber zurück. Na komm mit. Magst du nicht, ne? Na dann versteck dich hinter der Kiste. Ist mir auch recht. Gut. 6 Steine reichen aus. Dann machen wir jetzt erstmal eine Pressure Plate. Und einen Juicer. Wunderbar. Und dann können wir uns Mayo herstellen. Jetzt haben wir Mayonnaise. Moment, Apfelsaft? Apfelsaft. Ah, genau, der Juicer war's. Wunderbar. Aber Moment mal kurz. Erstmal ein Regal aus Bibliocraft. Gut, das bekommen wir hin. Nein.
So. Ich glaube, ich habe direkt wieder vergessen, wie der ging. Ach so. So. Die Pfeile mal weggeschmissen. Regal. Wieso liegt da Leder auf dem Tisch? Ich glaube, ich frage lieber nicht nach. So, dann können wir dich da mal reinstellen. Moment, die brauchen wir ja noch. Wobei, ich sollte vielleicht einen Sapling holen und den Apfelbaum anpflanzen. Mehr Äpfel, verstehst du? Die einfach mal random so vor sich hin wachsen. Jetzt ist mein Inventar wieder zugeklumpt. Ah, guck mal, ein Apfel. Uhu. Nein, zum Glück habe ich keine Erde dabei. 1, 2, 3, 4, 5. Ich müsste mindestens hier hin. Mindestens. So, gut. Oh Mann, ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder zu Ende. Naja, meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.